Gute, herzlich willkommen bei CoinCharge bei unserer Serie zum Thema BTC Pay Server. Heute mit dem zweiten Teil, wie richte ich mir einen BTC Pay Server bei Lunanode ein? Für alle, die die erste Folge noch nicht gesehen haben, bitte vielleicht nochmal schauen, denn hier haben wir das Thema behandelt, was ist eigentlich ein BTC Pay Server, was kann man mit einem BTC Pay Server machen und die Abgrenzung gegenüber einem klassischen Zahlungsanbieter für Kreditkarte und PayPal oder einem Bitcoin Payment Provider, die sich spezialisiert haben auf die Zahlungsabwicklung für Bitcoin und Kryptowährungen. BTC Pay Server ist eine Lösung, mit der man selber seinen eigenen Payment Provider für die Zahlmethoden Bitcoin und Lightning darstellen kann. Und damit man die Möglichkeit hat, jetzt selber sich einen eigenen BTC Pay Server aufzusetzen, gehen wir zu Lunanode und zeigen das an dem Beispiel. Das Besondere an Lunanode ist spezialisiert auf das Hosting von BTC Pay Servern. Für umgerechnet unter 10 US-Dollar im Monat kann man dort bereits seinen eigenen BTC Pay Server betreiben. Und es ist sehr, sehr einfach, bei Lunanode einen eigenen BTC Pay Server aufzusetzen. Wir erklären das jetzt hier Schritt für Schritt in diesem Video. Zusätzlich könnt ihr auf der Homepage oder auf der Webseite von CoinCharge, die URL ist unten eingeblendet, euch die Anleitung noch einmal nachlesen. Ihr werdet sehen, es ist ohne technische Voraussetzungen, Kenntnisse für jeder Mann oder Frau geeignet, sich dort einen BTC Pay Server aufzusetzen. Und sollte man sich trotzdem nicht trauen, trotz unserer Videos, keine Sorge, wir bei CoinCharge, wir können euch helfen. Wenn ihr selber keinen eigenen BTC Pay Server bei Lunanode aufsetzen wollt, so bieten wir dies als Service-Dienstleistung an. Nähere Informationen dazu findet ihr am Ende dieses Videos. Aber uns ist wichtig, schaut selber euch das Video in Ruhe an und versucht selber euch den eigenen BTC Pay Server bei Lunanode aufzusetzen. Und jetzt wollen wir damit beginnen und wir begeben uns auf die Homepage von Lunanode und das jetzt im Schritt-für-Schritt-Anleitung. So, herzlich willkommen. Wir beginnen jetzt mit der Einrichtung des BTC Pay Servers bei dem Hoster Lunanode. Dazu wechseln wir auf die Webseite von lunanode.com und beginnen hier mit dem Sign-up-Prozess. Für die Registrierung, für den Sign-up-Prozess benötigen wir insgesamt eine E-Mail-Adresse, ein selbstgewähltes Passwort und zu einem späteren Zeitpunkt benötigen wir noch eine Mobilfunknummer, in die wir eine SMS gesendet bekommen. Wir beginnen also mit unserer E-Mail-Adresse und ein selbstgewähltes Passwort. Wir wählen unser Land aus und klicken auf Sign Up. Wir gelangen dann automatisch auf das Lunanode Dashboard. Ein kleiner Hinweis für diejenigen, die gerne eine Rechnung haben möchten für das Hosting bei Lunanode. Wir haben gerade gesagt, wir benötigen nur die E-Mail-Adresse und später mal eine Mobilfunknummer. Wer gerne seine persönlichen Daten, wie zum Beispiel Firmenanschrift, hinterlegen will, der wechselt in dem Fall oben auf Account und hat unter dem Feld Billing-Informationen die Möglichkeit, die Angaben zu seiner Firma zu hinterlegen. Wenn wir später, wir drücken nicht Update und haben die Sachen dann gespeichert. Wenn wir später unser Konto aufladen, werden wir an die hinterlegte E-Mail-Adresse dann immer eine Rechnung bekommen mit den Angaben, die hier als Firma hinterlegt worden ist. Wir wechseln zurück aufs Lunanode Dashboard, indem wir hier oben links auf den Button klicken und kriegen hier als erstes die Information, dass wir unser Konto aufladen sollen. Bevor wir unser Konto bei Lunanode mit Guthaben aufladen, haben wir eine E-Mail bekommen von Lunanode mit der Aufforderung, die E-Mail-Adresse zu bestätigen. So, wir beginnen jetzt erstmal, uns ein Guthaben einzurichten. Das machen wir, indem wir auf Deposit Credit legen. Und hier haben wir die Möglichkeit, entweder per Kreditkarte, PayPal, Bitcoin und Lightning via BTC Pay oder über Coinbase. Wir wollen ja einen BTC Pay Server, also sollten wir auch damit anfangen. Wir fangen an und hinterlegen als Beispiel mal 20 US-Dollar. Hier geben wir jetzt unsere Telefonnummer ein mit internationaler Vorwahl und bekommen jetzt eine SMS geschickt. Hat man es schon. Und diese SMS einen vierstelligen Code und diesen vierstelligen Code geben wir jetzt ein.
Nachdem wir unsere Handynummer verifiziert haben und die vierstellige PIN eingegeben haben, haben wir die Möglichkeit, unser Konto aufzuladen. Wir wählen selbstverständlich Bitcoin und laden einen Betrag von 10 US-Dollar auf unser Konto auf. Kriegen hier nochmal die Bestätigung, 10 US-Dollar, und wir entscheiden uns für das Payment Gateway BTC Pay und klicken auf Pay with Bitcoin. Hier sehen wir jetzt das Lunar Node Payment Fenster und haben hier die Option zwischen Bitcoin und Bitcoin Lightning zu wählen. Wir wählen Lightning. Aber ihr könnt natürlich selbstverständlich auch mit Bitcoin bezahlen. Ich öffne meine Lightning Wallet, scanne den QR-Code, kriege angezeigt 10 US-Dollar oder umgerechnet 46.453 Satoshis, klicke auf Bezahlen, also und die Zahlung ist erfolgreich auf meinem Lightning Wallet angezeigt und jetzt dürfte auch bei Lunanode. Auch bei Lunanode war es erfolgreich. Ich bekomme parallel eine E-Mail, die mir gerade bestätigt, dass meine Einzahlung in der Höhe von 10 US-Dollar gutgeschrieben worden ist. Ich zeige das mal kurz, wie das aussieht. So sieht das aus, inklusive der vorher angegebenen Zahladresse, die ich dann für meine Buchhaltung verwenden kann. So, wir klicken auf Return to Lunanode und werden automatisch wieder auf das Backend zurückgewendet. So, jetzt haben wir das Lunanode-Konto aufgeladen. Wir haben ausreichendes Guthaben und beginnen jetzt mit dem Aufsetzen unseres Services. In diesem Fall gehen wir auf API und bekommen hier die API-Anmeldedaten. Hier müssen wir nichts machen, lassen alles leer, klicken nur auf Create API Credential. Nachdem wir die API generiert haben, bekommen wir zwei Angaben. Einmal den API-Key hier oben eingeblendet, das ist sozusagen der lange, und wir bekommen eine API-ID, das ist hier die etwas kürzere, hier unten eingeblendet. Diese beiden Angaben, die kopieren wir uns jetzt in eine separate Textdatei, denn die beiden benötigen wir jetzt für den nächsten Schritt. Nachdem wir uns die beiden Angaben jetzt in die Textdatei gespeichert haben, wechseln wir auf diese Seite. Das ist die launchbtcpay.lunanode.com, unten nochmal eingeblendet. Und hier haben wir die beiden API-ID und API-Key, die wir jetzt hier eintragen. Die erste, die IP-ID, das ist die mit den kürzeren Angaben. Die kopieren wir jetzt in das erste Feld und den API-Key mit den langen Angaben quasi kommt in das zweite Feld. Kurzer Hinweis hier oben noch. Hier oben wird uns gerade angekündigt, dass wir für den Server mit der Größe M.2 VM für virtuelle Maschinen einen monatlichen Preis von 8,80 € bezahlen werden. Das ist im Grunde genommen die kleinste Maschine. Die ist auch vollkommen ausreichend, wenn wir nur die Bezahlmethode Bitcoin akzeptieren wollen. Also sprich, wir nur eine Blockchain brauchen. Wir werden gleich beim nächsten Schritt dann nochmal kurz darauf zurückkommen. Also nur als Hinweis, M2 ist die günstigste Lösung, die ausreichend ist für eine Blockchain. In dem Fall werden wir das gleich mit Bitcoin machen. So, der Hinweis, API-Key und IP-ID ist hinterlegt. Wir klicken auf Continue und kommen auf diese Seite. Hier sehen wir zwei Angaben, die uns wichtig sind. Wir haben hier einmal eine IP-Adresse. Auch diese kopieren wir uns, denn die brauchen wir gleich zu einem späteren Zeitpunkt noch einmal. Und zwar dann, wenn wir unseren BTC Pay Server auf einer eigenen Domain laufen lassen wollen. Und das wollen wir. Hier steht auch schon der Hinweis, der die Möglichkeit bietet, dass wir mit dieser IP-Adresse unsere eigene Domain nehmen können. Also zum Beispiel btcpay.coincharge.io. Oder wenn ihr eine Webseite betreibt, dann könnt ihr davor setzen btcpay.euredomain.com. Dafür müssen wir aber gleich in die Domain-Einstellungen gehen von unserem Domain-Server. Das machen wir aber nicht jetzt, sondern zu einem späteren Zeitpunkt. Für jetzt, für das Aufsetzen
beginnen wir und wählen folgende Auswahl. Use BTC Pay und dann kommt ein Zahlencode .LNDYN.com. Das sind die Einstellungen, da kriegen wir sozusagen eine Domain vergeben von Lunarnode. Dann haben wir beide und das ist die beste Alternative. Wir klicken, wir wählen also diese Option aus und klicken auf Continue. Dann gelangen wir auf diese Seite. Hier werden wir als allererstes angezeigt bekommen, welche Blockchain wir gerne auf dem Lunarnode Server installiert haben möchten. Vorausgewählt ist Bitcoin und dann gibt es eine Vielzahl von weiteren Cryptocurrencies, die uns optional zur Verfügung stehen. Ein Hinweis: BTC Pay Server bietet Support nur für Bitcoin und Lightning. Kein Support mehr für die anderen Kryptowährungen. Wer also die Entscheidung treffen möchte und möchte weitere Kryptowährungen dazu nehmen, also sprich weitere Blockchains, der hat die Möglichkeit, dies hier zu machen. Wir empfehlen in dieser Stelle immer Bitcoin, Bitcoin only, denn die hier aufgeführten Bitcoins sind keine, die in der klassischen Bezahlweise eine große Relevanz haben. Wir empfehlen, dass wir hier nur erstmal Bitcoin nehmen. Zu einem späteren Zeitpunkt könnte man auch weitere Blockchains dazu buchen, aber wir empfehlen rein Bitcoin. Wenn wir dann etwas weiter runtergehen, dann haben wir die Möglichkeit, optional hier bereits eine E-Mail-Adresse zu hinterlegen. Doch uns interessiert eigentlich Folgendes, und zwar hier einmal Network-Einstellungen. Hier steht die Option Mainnet, Testnet und Rechentest. Wir wollen gerne die Original-Blockchain haben, also sprich die für das Mainnet. Wir wollen keine Testversion nehmen. Dann haben wir die Möglichkeit, uns für eine Lightning-Implementation zu entscheiden. Wir haben die Option zwischen LND und C-Lightning. C-Lightning heißt mittlerweile Core Lightning. Wo ist der Unterschied zwischen diesen beiden? Es gibt keinen großen Unterschied. Es ist Geschmackssache. Es ist wie zwischen Microsoft und Apple oder zwischen Android und iOS zu entscheiden. Manche haben ihre Vorteile, Nachteile, manche haben bestimmte Anwendungen, die unterstützt werden nur von einer Lösung oder von der anderen. Wir entscheiden uns an dieser Stelle für LND. Und hier werden wir aufgefordert, unter VM-Plan, welchen virtuellen Server wir gerne benutzen möchten. Wir erinnern uns, einen Schritt vorher wurde uns angeboten die Version M2, die auf 2 GB RAM läuft. Das reicht aus, wenn wir nur Bitcoin, Blockchain inklusive mit Lightning benutzen wollen. Würden wir weitere Kryptowährungen nehmen, dann müssten wir oder würde es sich empfehlen, einen höheren Plan zu nehmen, weil wir dann eine höhere Last haben auf dem Server. Wer beabsichtigt und rechnet damit, dass er sehr, sehr viel Umsätze auf seinen BTC Pay Server hat, also entsprechende hohe Zugriffe und Last, könnte sich entscheiden für einen höheren Plan, den kann man aber später auch zu jedem Zeitpunkt upgraden. Wir gehen von einem normalen Kaufverhalten aus, von einem normalen Benutzen von Bitcoin als Zahlungsmethode und entscheiden uns für die günstige Variante, die vollkommen ausreichend ist, für den Plan M2. Und deswegen nehmen wir die Voreinstellung von M4 weg und wechseln auf M2. Wir bekommen dann den monatlichen Preis angezeigt, den Monthly Price, in dem Fall 8,80 $. Dann haben wir eine weitere Option, das ist die Möglichkeit der schnelleren Synchronisierung der Blockchain. Denn wir werden auf unserem BTC Pay Server die komplette Blockchain seit Anbeginn auf unserem Server kopieren und dort laufen lassen. Die Blockchain ist mittlerweile sehr groß geworden und wenn wir dieses nicht machen, dauert es ungefähr 7 Tage, bis die komplette Blockchain installiert worden ist. Mit dem Beschleuniger, so nenne ich das einmal, dauert es nur 2 bis 3 Tage, kostet uns einmalig 3 US-Dollar und die sind es uns wert, dass es ein bisschen schneller geht. Also wir klicken jetzt auf Launch VM und jetzt beginnt Folgendes, sag's mal. So, jetzt beginnt das Aufsetzen des BTC Pay Servers bei Lunarnode. Die 5 Minuten sind etwa um. Jetzt werden wir auf den Link klicken, der uns hier angezeigt worden ist und sollten dann den Login-Bereich sehen von unserem BTC Pay Server.
Und da haben wir es auch schon. Das ist der Login-Bereich unseres BTC Pay-Servers. So, wir sind jetzt auf unserem BTC Pay-Server, der noch unter der Domain btcpay.lndyn.com läuft. Werden wir gleich ändern. Doch wichtig ist folgendermaßen. Die erste Anmeldung auf dem BTC Pay-Server, derjenige ist automatisch mit den Zugangsdaten auch Admin dieses BTC Pay-Servers. Wir können zwar weitere Admin-Rechte nachher vergeben, aber wichtig ist, um den Server-Einstellungen, Server-Settings vorzunehmen, ist es erforderlich, dass der Erste automatisch die Admin-Rechte hat. So, jetzt sind wir im Backend-Bereich unseres BTC Pay-Servers. Wir sehen hier im unteren Bereich, sehen wir ein Fenster, was eingeblendet ist. Das zeigt uns gerade an, dass der BTC Pay-Server dabei ist, die Blockchain zu synchronisieren. Aktuell haben wir den Block 742.416 und seit Anbeginn des Bitcoin, seit 2009, also seit dem Genesis-Block, wird jetzt die komplette Blockchain auf unserem BTC Pay-Server und den damit verbundenen Bitcoin-Node kopiert und übertragen. Dieser Vorgang dauert etwa 2-3 Tage. Die wir jetzt abwarten sollten, bevor wir dann uns mit den Backend-Systemen von dem BTC Pay-Server näher auseinandersetzen. Das werden wir auch in einem separaten Video machen. Doch was wir vorher noch machen wollen, ihr erinnert euch, wir hatten über die IP-Adresse gesprochen, die wir vergeben haben oder erhalten haben von Lunanode. Und diese wollen wir jetzt mit unserer eigenen Domain verbinden. Und wie das funktioniert, dazu logge ich mich jetzt ein bei meinem Hoster, der meine Domains verwaltet. So, ich bin jetzt eingeloggt bei meinem Domain Service Provider, der meine Domains verwaltet und werde dort jetzt einen DNS-Eintrag erstellen, der dann für meine Domain CoinCharge.io einen sogenannten Third-Level-Domain generiert, die also zum Beispiel lautet btcpayserver.coincharge.io. Dafür erstelle ich einen sogenannten Record mit dem Typ A. Und dafür brauchen wir die IP-Adresse, die uns bei der Registrierung von Lunanode zur Verfügung gestellt worden ist. Also wir tragen hier Rekordname ein, BTC Pay Server und vorgegeben ist schon CoinCharge.io. In dem Fall bei eurem Provider wird es eventuell etwas anders lauten. Dann den Rekordtyp A und hier geben wir jetzt die IP-Adresse ein, die uns gegeben worden ist und dann klicken wir auf den Vorgang Speichern. Wird ungefähr 1 bis 2 Stunden vielleicht dauern, bis dieser Eintrag bei eurem Provider registriert ist und über das gesamte Internet aufrufbar ist. Nachdem wir den DNS-Rekord für btcpayserver.coincharge.io erstellt haben und wir auf das Backend-System uns einloggen von unserem BTC-Pay-Server und brav hier unten die Blockchain sich synchronisiert, finden wir unten links die Möglichkeit Server Settings. Da klicken wir einmal drauf. Nachdem wir auf Server Settings geklickt haben, kriegen wir die Optionen angezeigt, mit denen wir unseren BTC Pay Server administrieren können. Das kriegen wir nur angezeigt, wenn wir auch als Admin eingeloggt sind. Und das ist ja der Fall, denn das war ja unser erster Account. Diese einzelnen Einstellungen werden wir in einem separaten Video besprechen. Was uns in dieser Stelle aber interessiert ist, wie schaffen wir, dass wir unser eigenen Domain aufgerufen werden können. Und deswegen einen kleinen Vorgriff auf das folgende Video. Server Settings auf Maintenance und geben dort und in dem Bereich Domainname den Domainname ein, den wir als Third-Party-Domainname mit der entsprechenden IP-Adresse hinterlegt haben. Und bestätigen es per Confirm. Ohne HTTPS davor, denn das war der Fehler, den ich vorher gemacht hatte. Nachdem wir jetzt auf Confirm geklickt haben, passiert Folgendes. Der Server wird angehalten und fährt runter und startet dann automatisch neu. Das wird auch hier gerade in der grünen Statuszeile entsprechend angezeigt. Domain aufrufen, in dem Fall jetzt btcpayserver.coincharge.io, sehen wir, dass diese Seite aufgerufen werden kann und wir sehen das entsprechende Schloss dabei. Wenn wir uns jetzt noch einmal anmelden, dann sehen wir das auch schön ordentlich brav. Unsere Blockchain und wenn wir unten auf Server Settings gehen und nochmal auf Maintenance,
Dann sehen wir auch hier, dass hier jetzt mittlerweile die neue Domain angelegt ist, so wie wir es gewünscht hatten. Wir haben jetzt bei Lunarnode einen eigenen BTC Pay Server aufgesetzt. Wir haben für diesen BTC Pay Server uns unsere eigene Domain genommen und wir warten jetzt, bis die gesamte Blockchain synchronisiert ist. Das wird, wie gesagt, ungefähr 3 Tage dauern. Wir können da regelmäßig mal nachschauen. In dem nächsten Video werden wir uns anschauen, wie wir den BTC Pay Server administrieren können. Das war das, wo wir schon kurz mit den Server Settings einen kleinen Einblick genommen haben. Wir hoffen, dieses Video war hilfreich und ihr seid in der Lage, jetzt selber einen eigenen BTC Pay Server bei Lunarnode aufzusetzen. Neben diesem Video gibt es zusätzlich nochmal eine Beschreibung. Die findet ihr auf der Coincharge-Seite. Die URL ist unten genau eingeblendet. Mit Hilfe dieses Video und mit dem Text solltet ihr in der Lage sein, es selber vorzunehmen. Solltet ihr unsicher sein oder euch nicht so ganz trauen, gar kein Problem. Auch wir von CoinCharge helfen euch gerne dabei. Über unseren Telegram-Channel stehen wir euch zur Verfügung, falls irgendwelche Fragen bestehen sollten. Und zu guter Letzt vielleicht noch ein kleiner Hinweis. Wir helfen euch gerne auch dafür, dass wir den Service für euch aufsetzen. Dafür erheben wir eine kleine Servicepauschale. Auch diese Informationen findet ihr unten in der URL. Und dann könnt ihr uns beauftragen, dass wir für euch in euren Namen einen BTC Pay Server bei Lunarnode aufsetzen. So, jetzt müssen wir einfach nur noch 3, 4 Tage warten, bis die Blockchain komplett synchronisiert ist. Und dann macht es Sinn, sich das nächste Video anzuschauen und sich mit dem Thema Server Settings auseinanderzusetzen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wie immer Daumen hoch oder am besten ein Abo, denn dann kriegt ihr automatisch mitgeteilt, wenn das nächste Video fertig ist. Ich bedanke mich und sage Tschüss, bis demnächst.